Tagchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Indie-Horror-Game. Und zwar Office Horror Story, ein Zuschauerwunsch. Und ist ähnlich aufgebaut wie Portal of Doom Undead Rising, habe ich gesehen. Es gibt hier verschiedene Levels. 16 an der Zahl. Und mal sehen. Kann sein, dass wir das in 1-2 Parts durchbekommen. Es geht hier um ja irgendwelche gruseligen Sachen, die in diesem Bürogebäude geschehen. Fangen wir direkt mal an. Ist wieder vom gleichen Macher wie schon. Ja, Portal of Doom und Slenderman Must Die und der ganze Spaß. Okay. Er ist eingeschlafen während der Arbeit. Das ist nicht gerade das luxuriöseste Büro, das kann man schon mal sagen, ne? Okay, kann ich hier rein? F. Klicke die Klick, geht nix. Geht nichts. Okay. Was? I must go home fast. Ich glaube nicht, dass wir so einfach nach Hause gehen können. Denn irgendjemand wird was dagegen haben. Quietsch. Das Ganze. War das die Tür eben? Okay. Ich dachte mal. Stille. Okay, die Behindertentoilette ist abgeschlossen und... die andere auch. Das ist nicht schlimm, denn, wie wir wissen aus diesen Spielen, lauert das Böse jedes Mal auf dem Scheißhaus. Quietsch. Ausgang. Ich trau dem Braten nicht. Ich guck erstmal hier. Alles zu. Wirklich alles zu. Okay. Lässt du mich wirklich nach draußen? Ja, Spiel vorbei, danke. Ja, schön wär's. Okay, Treppenhaus, SCP. Wo komme ich her? Wo muss ich hin? Ah, hier kommen wir raus. Gehen wir erstmal nach oben. Schauen wir uns das alles mal in Ruhe an. Da geht gar nichts. Nö. Nichts einzusammeln. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas einsammeln müssen hier. Fire Escape, keep clear. Abgeschlossen. Boah. Nächste Etage. What a... my office again? Hä? Oh. Hä? Okay. Entweder sieht hier jedes Stockwerk gleich aus. Locked, find a way into the office. Okay. Entweder sieht hier jedes Stockwerk gleich aus, oder... irgendetwas Seltsames ist hier passiert. Oh, das ist wohl das Büro vom Oberschnösel. Vom Boss. Der dürfte ja gar nicht mehr leben. Wir haben ihn ja umgebracht in Whack Your Boss. Gestern erst. Das heißt, der Stuhl ist frei. Ich hoffe, ich habe nichts gesehen hier. Nö, ich kann nichts anklicken. Okay. Selbst im Büro vom Chef hier keine Tapete an der Wand, die blanke Betonmauer. Was ist das für ein Büro hier? Okay, noch ein Büro vom Chef. Gibt's hier zwei Chefs? Nichts, gar nichts. Dann wahrscheinlich hier. Kann ja eigentlich nur noch. Quietsch. Okay. Ah, da liegt's. Yes, das war die Waffe des Jahrhunderts. Ein Hammer. Das ist ein Hammer. Jawohl. Kommt einer dumm zu kommen und ich mach Boom Boom Kopf kaputt. Haha. Okay. Was? Oder kann ich damit die Tür zu meinem Büro einschlagen? Das wäre natürlich auch sehr schön. Moment. Wow, ich kann Funken erzeugen. Ich bin so kräftig. Ich bin so stark. Moment! Selbstverständlich! Jawohl! Randale, ja. Gehört ja nicht mir. Kann ich ja kaputt machen. Okay, was liegt da? Eine Maus.
Da ist mein Arbeitsplatz und da liegt ein Schalüssel. Und den nehme ich und der wird hier passen. Tatsächlich. Ne, ich weiß nicht, ob der Schlüssel hier gepasst hat. Auf jeden Fall ist die Tür jetzt hier offen. Ne, ich glaube nicht, dass der hier gepasst hat, weil in diesem Raum gibt's ja mal so gar nichts. Außer billige IKEA-Regale. Ich gucke, ob ich hier noch mehr zerstören kann. Nö, ich schlag ins Leere. Kann hier nur die Scheiben kaputt machen, aber das macht viel Spaß. Sehr viel. Okay, schauen wir hier mal. What's going on here? Weiß ich nicht. Mir macht es auch wieder Sorge, dass ich eine Health-Anzeige habe und das heißt, es wird irgendwann was kommen. I must go home safely. Warum safely? Moment. Schauen wir auf die Toiletten. Oh nein, warum ist die Toilette hier? Entschuldige. Ich wollte ein bisschen weinerlich sein, denn... Oh, das ist ein Loch. Ein Loch? Und noch ein Loch? Für Spanne, um auf die Damentoilette zu gucken. Okay. Oh, ich kann auch noch die Kabinen öffnen, das ist nicht gut. Hallo. 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 Wenigstens ausnahmsweise mal, selten in Horrorspielen, saubere Toiletten. Aber eine extrem... Hallo? Möchte ich gerne mal raus, danke. Extrem geschmacklose Tapete. Moment. Ich versuche erstmal durch den normalen... Ich nehme an, dass die abgeschlossen ist. Nee, sie ist nicht abgeschlossen. Warum ist dann hier ein Loch in der Wand? Hat das einen tieferen Sinn? Ich kann eh nicht durch. Tja. Hallo. Was steht da? No smoking. No smoking. Ich habe ja auch keinen an. Hahaha, wie lustig. Ich habe jetzt lange überlegt, ob ich diesen schlechten Karlauer machen soll. Ich wollte ihn eigentlich nicht machen, aber naja. Da schon mal alles so schön hier ist, dann... Hier ist nix auf dem Klo und das ist gut so. Was? 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 Sitting on the chair? Wo sitzt jemand? Wo sitzt jemand? Wo sitzt jemand? Wo sitzt jemand? Hä? Was labert der? Hat jemand den... Wer hat da im Stuhl gesessen? Irgendjemand sagt, der hat im Stuhl gesessen, aber ich habe niemanden gesehen. Ist mir was entgangen? Nix wie weg hier. Ihr gefällt's mir nicht. Okay, das war das Chefbüro. Versuchen wir mal, ob wir jetzt wieder hier weiter können. Okay. Na komm, geh schon, diese Türen. Okay, das Spiel versteht es geschickt. Dauert. Was? There's got be way out of here. Check the basement. Okay, Keller. What the fuck? Der Kettensägen Günther ist wieder da. Okay. Ich dachte, das Geräusch kommt von draußen irgendwie. Okay, solange er nur da steht und so blöd ist, uns zu sehen, habe ich kein Problem damit. Soll mir mal dumm kommen, ne? Hau ich ihm den Hammer auf den Kopf. The shit. Was sind das für Geräusche? Oh, da liegt ein Kopf. Wie süß. Hallo, Kopf. Hallo, Köpfchen. Na, wie geht's? Okay, okay. Lassen wir das. Lassen wir das. Ich finde, hier sieht es ein bisschen gemütlicher aus als in den Büros. Es ist heller hier. Das ist wohl die Luxusabteilung hier. Vor allem gibt es hier Wasserspender. Das gibt es in den anderen Büros auch nicht. Hallo, PC? Kann ich was machen mit dir? Ja. Yeah. What the shit? Kann ich die nehmen? Kann ich die Kettensäge nehmen? Das wäre jetzt der absolute Hammer. Ich hätte schon... Ich wollte schon immer mal eine Kettensäge als Waffe haben in solchen Spielen. Das wurde mir bisher nie gewährt. Außer in, ja, wenigen Spielen. Hm, okay. Na, steh doch mal wieder auf. Danke. Ja, was ist hier zu tun? Ach, da liegt ein Zettel.
There's something strange in the office on the second floor. P.S. Beware of the Chainsaw Killer. Also irgendetwas Seltsames im zweiten Stock im Büro. Zweiter Stock, zweiter Stock. Na, lauf schon schneller. Zweiter Stock, Moment. Gehen die jetzt? Nein, Gott. Zweiter. Ah! Die Türen in diesem Spiel sind echt dumm. Ich klemme mich jetzt hier schon zum wiederholten Mal ein. So, this is weird, ja. Wo sind wir jetzt? Also, hier wieder. Zweiter Stock. Exit. Nö. So, das ist wohl der erste Stock und das ist dann wohl der zweite. Ich hoffe, ich bin hier richtig. The door locked behind you. Find three keys to unlock the door. Okay, super. Die Tür hat sich hinter mir verschlossen. Hat der böse Kettensägen Günther hier, ne? Welcher gleichzeitig der Schlüsselmeister vom Dienst ist, hat hier die Tür abgeschlossen. Sowas. Sowas. Wo sollen hier Schlüssel sein? Gut versteckt, nehme ich an. Oh, dann unten. Ich höre ihn. Er macht schon mal die Kettensäge warm. Hallo! Okay, solange er mir nichts tut. Er steht nur so dumm rum und glotzt. Depp. Der Depp. Hallo, ich brauche einen Schlüssel. Auch nix. Mann, ist der blöd, der hat vergessen, Benzin zu kaufen. Jetzt kriegt er sein Sägchen nicht an. Depp. Moment, guck mal hier unter den Tisch. Hier nicht irgendwo ein Schlüssel ist. Nein, nichts zu sehen. Hallo? Ich hau dir die Zähne aus! Das hat sogar geholfen. Das wollte ich nicht. Och. Jetzt ist er tot. Jetzt habe ich keinen Gegner mehr. Super, Entschuldigung. Wo soll hier denn noch ein Schlüssel sein? Da ist einer. 2 von 3. Okay. Alter, jetzt ist er sauer. Nur weil ich ihm die Zähne ausgeschlagen hat, ist er jetzt böse. Böse ist er jetzt. Hilfe! Böse. Oh Gott, jetzt läuft's auch noch. Nee, Tür. Klo, Schlüssel. Wo schon? Komm, gib mir. Komm, im Klo ist doch immer ein Schlüssel. Normalerweise. Schlüssel. Hallo. Der ist so blöd. Ist ja wohl der blödeste Gegner aller Zeiten. Erst kriegt er seine Kettensäge nicht an, dann kriegt er sie irgendwann mal zu laufen und dann findet er mich nicht mehr. Oh Gott, sowas Doofes. Na komm schon, gib mir den Schlüssel. Gib mir doch endlich, da ist er, natürlich im Klo. Na, Tür auf. All keys collected, get out of the office. Hey, Kettensägen Günther. Ah, oh, shit. Lauf. Meine Health-Anzeige war leicht gesunken eben. I need to find a better weapon. Explore the basement. Basement. Ja, ist gut. Komm, lauf. Fuck you. Ah. So, ich guck mal kurz was. Einen Augenblick. Ich will mal ins Main-Menu. Ich will mal gucken, wie weit wir gekommen sind bisher. Oh, das passt ja, wir sind in Level 9, das heißt, wir machen jetzt einen Cut und die restlichen Räume, die erforschen wir im zweiten und das wird dann auch der finale Teil sein. Gucken, was der Günther hier noch für uns parat hat. Wäre schön, wenn ihr dann wieder dabei seid, morgen hier an dieser Stelle. Bis dann, tschüss! Ja, irgendwie müssen wir hier raus flüchten. What? Geräusche! Oh, noch mehr Geräusche! Oh Gott, wir werden sterben.
Oh. Oh. Weißes Zimmer. Okay. Wow. Ah, Mann. Ah, da ist er! Nee! Renn schon, Schlampe! Renn, 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 renn! Wo bist du? Wow. Oh Gott, ist der schnell! Oh Gott, ist der schnell! Ah.